Hallo ihr Lieben, einmal Sport machen mit einer Olympiasiegerin und Weltmeisterin. Das wünschen wir uns doch alle mal und genau das machen wir heute, nämlich mit der Profi-Bobfahrerin Mariama Jamanka. Mariama war so lieb, hat sich die Zeit genommen und zeigt uns gleich ein paar richtig schöne Übungen für die Beine. Deshalb hoffe ich für euch, dass ihr noch keine Treppenläufe oder sonstige Dinge für die Beine davor gemacht habt, denn die bringen wir jetzt garantiert zum Brennen. Los geht's. Hallo liebe Sportmacher, hallo lieber Stefan. Mein Name ist Mariama Jamanka und ich bin Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Bobfahren. Ich möchte euch heute eine Übung zeigen, die wir als Bobfahrer sehr, sehr häufig bei unserem Training verwenden, die Kniebeuge. Normalerweise haben wir dabei noch Gewicht auf den Schultern, aber ich zeige sie euch heute mal ohne Gewicht. Sie lässt sich trotzdem super machen und ist eine sehr effektive Übung, gerade für die unteren Muskeln in den Beinen und auch im Rumpf. Die Übung geht eigentlich wie folgt. Ihr stellt euch schulterbreit hin, achtet darauf, dass die Füße nach vorne zeigen, beziehungsweise ist es auch nicht schlimm, wenn sie ein ganz kleines bisschen nach außen zeigen, dann geht das teilweise leichter. Dann nehmt ihr die Hände in Vorhalte und dann geht ihr in die Knie, so tief es geht. Wichtig dabei ist, dass ihr versucht, mit den Füßen ganz, ganz auf dem Boden zu bleiben. Das heißt, die Fersen sollen nicht abgehoben werden dabei. Bleibt mit dem ganzen Fuß auf dem Boden stehen und versucht einfach so tief zu gehen, wie es geht. Wenn ihr nicht bis ganz runter kommt, ist das nicht schlimm. Hauptsache, ihr seid schön stabil und haltet die Position gut. Ich zeige euch das jetzt einmal. Ihr seid die Arme in Vorhalte, Füße schulterbreit, Füße stehen ganz auf dem Boden, dann in die Knie. Wichtig ist dabei auch, dass ihr schön nach oben guckt dabei, also mindestens geradeaus oder noch ein Stück nach oben. Und dass ihr, wenn ihr runtergeht, darauf achtet, dass ihr nicht einfach mit dem Oberkörper nach vorne klappt. Wieder Arme in Vorhalte, Füße schön stabil auf dem Boden. Und dann runtergehen, nach oben gucken dabei, Füße auf dem Boden lassen. Probiert es einfach mal aus. Schaut, ob es euch Spaß macht, ob ihr das gut hinbekommt. Und ja, dann habt ihr eine sehr effektive Übung für die Beine. Ihr könnt die Übung auch noch teilweise abwandeln, indem ihr zum Beispiel langsam runtergeht und dann versucht, unten diese Position kurz zu halten und dann schnell hochgeht und dabei kurz abspringt. Ich zeige euch das jetzt nochmal. Geht langsam runter, haltet die Position kurz und dann springt ihr ab. Das macht die Übung natürlich noch ein bisschen dynamischer. Ist auch ein bisschen schwieriger, aber probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, die Übung gefällt euch. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und ihr könnt euch bewegen. Denn in diesen Zeiten ist es das Wichtigste, dass wir gesund bleiben und dass wir weiterhin unsere Freude am Sport ausleben können. Von daher von mir alles, alles Gute und viel Spaß beim Sport machen. So, auf los geht's los. Runter, halten und runter, halten. Runter, halten. Boah. Die Sprünge, die haben es auf jeden Fall nochmal in sich. Die machen die Kniebeuge insgesamt knackiger und ich habe es auch nochmal in den Oberschenkel mehr gespielt. Von daher vielen Dank, Mariama, dass du uns diese Übung gezeigt hast. Ich hoffe, euch zu Hause hat Spaß gemacht und ihr habt fleißig mitgeübt. Wenn ihr jetzt immer noch nicht auf der Puste seid, beziehungsweise wenn ihr jetzt erst in Fahrt gekommen seid, dann klickt euch doch in der ZDF-TV-Mediathek oder auch über die TV-App zu die Sportmacher rein und schaut da mal ein bisschen rum. Da gibt es noch viele weitere Videos, alle unsere TV-Beiträge und natürlich auch andere Sportler und ihre Übungen. Also, es gibt einiges zu tun. Bleibt sportlich, das ist das Wichtigste. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.